Jaces ist ein kleinerer Streamer, der unbedingt Beef mit KuchenTV wollte. Und vor kurzem hat er es auch endlich geschafft. Eine gesamte Folge Kuchentalks nur über ihn. Daraufhin hat er es sich natürlich nicht nehmen lassen, darauf noch einmal zu reagieren, und als ich mir diese Reaktion dann im Stream angeschaut habe, ist diese Ansage an Jaces entstanden. Yo Jaces, ich bin 1C Kugo, ich bin böser Rechtspopulist und mache indirekt Werbung für die NPD. Wenn du Lust auf einen Talk hast, auf einen Battle, wir können auch von mir aus rappen, da bist du, glaube ich, ziemlich krass drin. Um als Rapper, der sonst hier nicht dabei ist, sein Bestes zu geben und hier nicht irgendwie den Fallobst der Reste zu geben. Wir müssen dir lassen, nicht viel schlechter als KuchenTV von 2014. Dann melde dich mal auf Discord. Zu diesem Gespräch kam es dann auch. Und es war an ein paar Stellen tatsächlich ziemlich interessant. Vor allem, weil ich jetzt im Nachhinein die entsprechenden Videoclips, um die Sachen zu beweisen, heraussuchen kann und euch zeigen kann, dass Jaces an einigen Stellen im Gespräch, sagen wir mal, ein klein wenig von der Wahrheit abgewichen ist. Zum Beispiel hier. Dass du gesagt hast, er hätte Wahlwerbung für die NPD gemacht. Ja, aber gut, den Punkt habe ich ja erklärt. Ja, schon, aber das ist ja jetzt keine Matheprüfung gewesen. Ich habe ja erklärt, ja, du hast es nicht so de facto ausformuliert, von wegen, ich fordere euch jetzt hiermit auf, diese Partei zu wählen, aber das ist ja nicht der einzige Weg, um um etwas zu bewerben. Etwas zu bewerben bedeutet ja, es positiv zu präsentieren. Also hier meint er eben, dass es nur noch darum gehen würde, dass er Werbung für die NPD gemacht hätte und keinen direkten Wahlaufruf mehr. Auch wenn ich immer noch sagen würde, dass dieser Punkt durchaus strittig ist, ist das ja schon etwas anderes, als er in seinem ursprünglichen Video gesagt hat. Er sagt, nicht jeder von uns hat in der Vergangenheit Videos gemacht, wo er aufgefordert hat, die AfD oder NPD zu wählen. NPD hat er ja auch gemacht. Also hier ging es jetzt noch explizit darum, dass KuchenTV dazu aufgerufen hätte, die Partei zu wählen. Und mittlerweile ist es nur noch Werbung dafür gewesen. In seiner Reaction sagt Jaces Folgendes dazu. Aber das ist einfach gelogen. Ja, das ist typisch KuchenTV in der Manier, in der wir ihn kennen, verwendet einen der absolut beliebtesten Tricks, den Populisten anwenden, nämlich Trick Nummer 4, das Strohmann-Argument. Also halten wir mal fest. Jaces wirft KuchenTV vor, dass er dazu aufgerufen hätte, die NPD zu wählen. Und wenn KuchenTV dann zeigt, warum dieser Punkt nicht stimmt, sagt Jaces, dass es ein Strohmann wäre. Obwohl KuchenTV das Argument ja 1:1 so wiedergegeben hat, wie es Jaces ausgedrückt hat. Ein Strohmann wäre es ja nur dann, wenn man gegen ein Argument gehen würde, das der Gegner nie vorgebracht hat. Aber Jaces hat das 1:1 so gesagt. Und als ich ihm das dann im Talk gesagt habe, kam folgende Antwort. Ein Strohmann wäre es ja nur, wenn Kuchen jetzt gesagt hätte, wenn dir was in den Mund gelegt hätte, was du nie gesagt hast. Nein, das stimmt nicht. Also können wir auch gerne reinschauen. Du musst der kann etwas auf etwas aufbauen, was nicht gesagt wurde. Es kann aber auch ein Nebenthema sein, was definitiv von dir angesprochen wurde. Guck mal, gehen wir kurz rein. Klären wir solche Sachen einfach direkt. Ein Strohmann-Argument. Ja, so, ein Strohmann-Argument, auch Strohmann-Trugschluss. Ist im Allgemeinen in der Rhetorik und im Speziellen in der Heuristik eine Form des sophistischen Scheinarguments, das auf einem informativen Fehlschluss beruft. Beim Strohmann-Argument wird der Eindruck erzeugt, dass ein gegnerisches Argument widerlegt wird, obwohl eigentlich ein Argument zurückgewiesen wird, das der Gegner gar nicht vorgetragen hat, sondern ihm lediglich unterstellt wurde. Hast du es vorgetragen, dass er die Wahlwerbung für die NPD gemacht hat oder nicht? Hat er es falsch wiedergegeben oder nicht? Nochmal. Er hat doch korrekt wiedergegeben, dass du das gesagt hast. Achso, aber ich bin doch noch gar nicht fertig. Achso, okay. Lass mich doch kurz zu Ende lesen. Okay, das kommt noch, okay. Mit einem Strohmann-Argument wird ein Streitgespräch mit der Gegenposition fingiert, indem den eigenen Argumenten angebliche Argumente der Gegenseite gegenübergestellt werden. Statt auf die tatsächliche Position des Gegners und seine Argumente einzugehen, wird gegen einen nicht anwesenden fiktiven Gegner den Strohmann argumentiert. Dabei werden diesem oft verzerrte und undifferenzierte Versionen der gegnerischen Argumentation in den Mund gelegt. Also er liest jetzt eine Definition durch, die ihm basically widerspricht, aber dichtet das dann so um, dass er am Ende trotzdem wieder recht hatte. Und das verstehe ich halt einfach nicht. Ich meine, er könnte doch KuchenTV hier einfach in einem Punkt recht geben. Er hat nicht zur Wahl zur NPD aufgerufen. Und er könnte ihn ja sogar trotzdem noch kritisieren, denn das Video von damals war definitiv der NPD gegenüber zu unkritisch und hat zur Wahl der AfD aufgerufen, was ja immer noch durchaus kritikwürdig ist. Und diese Kritik wäre ja dann eigentlich auch viel stärker, wenn man mal selber Fehler einsieht.
aber dafür vertritt er auch in anderen Punkten sehr schön die Wahrheit. Zum Beispiel hier. Okay, führ mal deinen Punkt weiter aus. Ich verstehe nicht ganz, worauf du hinaus willst. Dass du zum Beispiel gleichzeitig in der Reaction sagst, hättest du KuchenTV damals in der Schule bei dir gehabt, dann hättest du ihn aber gemobbt. Zum Beispiel. Nee, das habe ich so. Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, Gott bewahre. Nee, habe ich nicht. Ich habe gesagt, Gott bewahre, wenn wir gemeinsam in der Schule gewesen wären. Ich habe gar nicht konkreter ausgeführt, was dann daraus entstanden wäre. Ich habe das gar nicht konkreter also, benannt. Okay, das hat er also nie so gesagt. Was ist dann mit diesem Clip hier? Was? Oder ob ich dich mobbe? Würde ich dich mobben, dann würde das ganz anders. Oh mein Gott, bewahre, wenn du und ich in derselben Klasse gewesen wären. Ja, nee, vor was soll Gott denn bewahren? Keine Ahnung, wir hätten uns wahrscheinlich nicht so gut verstanden. Aber was genau ich gemeint habe, habe ich ja nicht weiter ausgeführt. Ich meine, Jaces, du bist krasser Gangster-Rapper/Streamer und machst eine Ansage an KuchenTV. Bitte steh dann im Gespräch mit mir doch auch dazu. Ich meine, das wäre jetzt nicht mal so krass schlimm gewesen. Aber so in dieser Form ist das fast noch schlimmer als der Typ aus dem wegfahrenden Autobeleidiger. By the way, Leute, falls euch das Video bis hierhin gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Schaut auch bei Ko-fi vorbei, wenn ihr mich unterstützen wollt. Aber Chases hat auf jeden Fall auch sehr viel Ahnung von Politik. Warum ich ein Problem mit rechts habe? Und zwar ganz einfach. Nicht jeder Rechte ist rechtsextrem. Das ist mir schon bewusst. Aber absolut jeder, der rechtsextrem ist, ist rechts. Das heißt, rechts ist immer die Betriebssoftware, um rechtsextrem zu werden. Ja, diese Logik ergibt natürlich sehr viel Sinn. Denn nach dieser könnte ich auch sagen, guck mal, nicht jeder islamgläubige Mensch ist beim IS. Aber jeder beim IS glaubt an den Islam. Also ist Islam quasi die Betriebssoftware für den IS. Und dementsprechend müssen wir dann den Islam verbieten? Das ergibt doch einfach absolut keinen Sinn. Wir können nicht eine gesamte Gruppe bestrafen, nur weil es darunter eine gewalttätige oder nicht rechtsstaatliche Untergruppe gibt. Und genau das habe ich auch versucht im Gespräch zu sagen. Denn wenn rechts die Betriebssoftware für rechtsextrem ist, könnte man genauso gut sagen, dass links die Betriebssoftware für linksextrem ist und links daher auch schlecht ist. Deswegen ist dann links die Betriebssoftware, um linksextrem zu werden? Richtig, nur dass eben linksextrem nicht menschenfeindlich ist, aber rechtsextrem ist menschenfeindlich. Aber wenn linksextrem. Okay, Frage. Wenn Linke Menschen umbringen, ist das genauso schlimm, wie wenn es Rechte tun? Natürlich ist es immer schlimm, wenn ein Mensch umgebracht wird. Nur der Unterschied ist, dass linksextreme Menschen umbringen, weil die, keine Ahnung, der Meinung ist, das sei richtig und ich bin der Meinung, das ist falsch. Ich bin nicht dafür, dass Menschen getötet werden. Ich bin auch der Meinung, dass es richtig ist, nur so. Ja, nur, dass die Rechtsextremen diese Menschen umbringen, einfach nur, weil die zum Beispiel schwarz sind oder schwarzen Bart haben. Ein Linksextremer, der zum Beispiel einen Rechtsextremen tötet, dieser Rechtsextreme hat sich ausgesucht, rechtsextrem zu sein. Also der Punkt, dass linksextreme Morde weniger verwerflich seien, da diese ja nur Rechtsextreme betreffe, die es sich selber ausgesucht haben, rechtsextrem zu sein, ist einfach so unfassbar ekelhaft. Ich meine, grundsätzlich sollte man sich als Linker doch eher die Frage stellen, warum Menschen rechtsextrem werden und wie man ihnen da raushelfen kann. Und besonders rechtsstaatlich ist es halt auch nicht, wenn linksextreme Gruppierungen entscheiden dürfen, wer rechtsextrem ist und demnach umgebracht gehört. Notwehr wäre jetzt hier nochmal ein anderes Thema, aber allgemein verstehe ich nicht, warum es Menschen immer wieder so schwer fällt, sich von den politisch gewalttätigen Extremen ihres entsprechenden Lagers abzugrenzen. Und dieses Prinzip sehe ich auch nicht nur in einem politischen Lager. Vor kurzem hatte ich einen Talk mit D-Generation, das ist ein rechter YouTuber ungefähr meiner Größe, welcher zu dem Thema Folgendes gesagt hat. Aber nehmen wir mal das abstrakte Beispiel eines Neonazis. Ich meine, von dem musst du dich ja klar abgrenzen. Ja, das ist halt an sich ideologisch, ja. Also das ist nicht meine Ideologie, das möchte ich auch nicht. Ich will auch nicht irgendwie Extremismus salonfähig machen oder sowas. Aber ich denke mir dann, also ich muss das strategisch betrachten. Aus der strategischen Sicht noch weniger, weil du der Gegenseite damit so viel Futter lieferst. Nein, ich weil meine, das Oberfenster weiter nach links. Wir können uns nicht darüber beschweren. Wir können uns nicht darüber beschweren, dass wir keine Differenzierung mehr sehen zwischen rechtskonservativ und rechtsextrem oder dass die Medien das immer wieder vermischen, wenn wir selber sagen, dass wir uns aus strategischen Gründen nicht von rechtsextremen abgrenzen dürfen. Da machen wir das ist dann lächerlich, wenn wir es selber nicht machen. Also irgendwie schaffen es beide politische Lager, die Verantwortung, sich von ihren Extremen abzugrenzen, von sich zu weisen. Entweder sind die Zahlen manipuliert, was wirklich schrecklich wäre, weil man könnte ja rechtsextrem Unrecht tun, oder man hat den viel nobleren Antrieb, was man auch mit Victim Blaming übersetzen könnte. Aber so wirklich abgrenzen möchte sich anscheinend hier niemand von den Extremen.
Aber mal zurück zum Kuchen-TV-Thema. Denn Chases hat einen wirklich guten Grund, warum er keine positive Entwicklung bei ihm erkennen kann. Ja, deswegen habe ich ja gesagt, hätte er einfach nur Fehler in seiner Vergangenheit getan, so wie wir alle das tun, dann wäre das eine andere Sache. Bin ich aber der Meinung zu erkennen, dass du dein Verhalten gar nicht veränderst, weil du immer weitermachst, bis zum heutigen Tage solche Sachen für witzig empfindest, Witze darüber machst. Kuchen TV sagt ja mittlerweile ganz klar, dass er die AfD ablehnt. Hat Videos gegen die gemacht und so weiter. Ja, ich weiß, aber er macht dafür andere Sachen, so wie zum Beispiel Witze über die Sklaverei. Also Chases möchte mir jetzt ernsthaft sagen, dass dieser eine Witz, den KuchenTV betrunken zu einem seiner Freunde im Stream geäußert hat, dafür sorgt, dass man bei ihm allgemein keine positive Entwicklung erkennen kann. Und das, obwohl Chases selber sagt, dass er sich in manchen Themen auch erst über die letzten Jahre positiv entwickelt hat. Viele Sachen habe ich erst mit dem Erwachsenwerden verstanden, also bis zum jetzigen Alter, dass ich mich zum Beispiel heutzutage auch viel besser reinversetzen kann, wie schwer auch Menschen aus der LGBTQ-Szene das haben und dass ich die auch verteidige und mich für die einsetze. Aber früher zum Beispiel waren homosexuelle Menschen für mich das war so ganz weit weg und ich war einfach noch zu jung und zu dumm, um das zu verstehen. Also du hast in dem Thema eben auch Zeit gebraucht, um zu erkennen, wie man sich eben positiv verändern kann. Und du darfst diesen Witz von KuchenTV natürlich auch schlecht finden. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber seine gesamte Entwicklung kannst du ihm deswegen einfach nicht absprechen. Die ist nun mal einfach zu erkennen. Aber es gibt auch noch einen sehr guten weiteren Grund, warum KuchenTV problematisch ist. Sondern um die Person geht. Diese Person, die eben diese Entwicklung zwar in Beispiel X oder Y natürlich auch angerechnet haben möchte, wie zum Beispiel, ich habe mich doch distanziert und ich mache doch das. Dann musst das du mehr Punkte nennen. Also als außer er spielt noch auf einen Song an bei den Lyrics jetzt bei einem Tweet auf Twitter. Das kann nicht dein Grund sein, warum du allgemein ihm keine Entwicklung zugestehst. Ja, ich kann dir jetzt in unserem spontanen Talk das auch nicht so darlegen. Deswegen habe ich ja dieses Video gemacht. Also, schreibt eure Meinung zu dem Thema gerne in die Kommentare. Falls ich hier nicht den Fallops der Reste gegeben habe, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder.